Auf der Baustelle wird dann erstmal bei den Halbschalen an dem Stahlmantelrohr die Flächen geschliffen. Das ist auch ein Geduldsspiel, nicht ganz ohne. Wir haben dann die Halbschale angeheftet mit Wick und ich schweiße dann erstmal Wick weiter als Grundlage. In der Position nutze ich es im Sinne von Fallnaht aus. Ich habe ungefähr 145 Ampere drauf, gleich mit 3 mm Schweißdraht rein. Ungefähr 20 Liter Argon eingestellt, 2,4 mm die Wolframnadel. Gas in dem System, ganz klar. Ihr seht, es ist ein Geduldsspiel. Da ist Strecke zu schweißen in den einzelnen Positionen, ist natürlich auch eng unter Umständen, aber es geht natürlich, man kann es umsetzen. Hier wird der zweite Teil vorbereitet an dem Stahlmantelabschnitt. Das ist dann die obere Schale. Die werden dann verbunden jeweils links, rechts mit den Quernähten. Brauchst schon ein bisschen Ausdauer, um eben die Strecke zu schweißen, ganz klar. Ihr seht es mal hier, das ist die Quernaht von der einen Seite, das ist schon mal die zweite Lage zu sehen. Im Großen und Ganzen aber ganz okay. Vielen Dank für das Like und die Abos hier auf dem Kanal und viel Spaß weiterhin bei den anderen Videos. Die Lernvideos, die 1:1 umsetzbar sind, sind natürlich gut geeignet für Kollegen, die am Anfang stehen als Rohrschweißer im Rohrleitungsbau.